Der Kurs der Europäischen Zentralbank in der Euro- und Schuldenkrise ist im Grundsatz rechtmäßig. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden und ist damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes gefolgt. Konkret ging es um den Beschluss der EZB, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen, um diese zu stützen. Die Kläger hatten der Notenbank vorgeworfen, damit ihre Kompetenzen zu überschreiten. Alles, was nötig ist, werde man tun, um den Euro zu retten, so die Ankündigung von EZB-Chef Mario Draghi im Sommer 2012. 4 Jahre später grünes Licht vom Bundesverfassungsgericht. Die Ankündigung der EZB, mit dem sogenannten OMT-Programm notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten aufzukaufen, stehe grundsätzlich im Einklang mit den europäischen Verträgen. Wir haben immer gesagt, das gehört zu unserer Aufgabe, nämlich für stabile Preise zu sorgen. Und dennoch, die Ansage, alles, was nötig ist, aus dem Sommer 2012, wurde von den Gerichten zusammengestutzt. Die Bundesbank darf sich an einer künftigen Durchführung des OMT-Programms nur beteiligen, wenn und soweit die vom Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten Maßgaben erfüllt sind. Die Verfassungsrichter beziehen sich also auf die Regeln, die der Europäische Gerichtshof aufgestellt hatte. Danach muss unter anderem gesichert sein, dass die Ankäufe nicht angekündigt werden, dass das Volumen im Voraus begrenzt wird und dass eine Mindestfrist zwischen Ausgabe und Ankauf der Anleihe eingehalten wird. Die vielen tausend Kläger haben also durchaus etwas erreicht. Auch im heutigen Urteil werden klare Kriterien festgelegt, nach denen der Bundestag und die Bundesregierung solche Anleihekäufe kontrollieren müssen. Und das ist ein Erfolg unserer Beschwerde. Konflikt oder Kooperation zwischen den Gerichten, das war die große Frage vor dem Urteil. Das Bundesverfassungsgericht bleibt sich treu und urteilt europarechtsfreundlich. Die Karlsruher Richter haben zwar immer noch Bauchschmerzen, weil das Urteil des Europäischen Gerichtshofs aber nicht willkürlich ist, akzeptiert Karlsruhe und betont heute die Erfolge des gemeinsamen Ringens um das Recht.